Hallo, mein Name ist Dr. Christina Kruse und ich verrate euch heute die richtige Putztechnik. Die findet nämlich ohne Druck statt. Hallo, mein Name ist Dr. Christina Kruse und ich verrate euch heute die richtige Zahnputztechnik. Die findet nämlich ohne Druck statt. Bei allen Zahnbürsten, die ihr in der Anwendung habt, ist eines ganz super wichtig. Es zählt nicht die Länge des Putzvorgangs, also 10 Minuten Zähne putzen, dreimal täglich. Rühmt euch nicht. Was euch rühmt, ist, wenn ihr es gründlich macht. Denn das ist am Ende entscheidend und dass ihr es ohne Druck macht. Bei den elektrischen und Schallzahnbürsten eine super Sache, vor allen Dingen, wenn man manuell dazu, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in der Lage ist, dass die Schallzahnbürste nur von Zahn zu Zahn geführt werden muss durch den Patienten und die Bürste den Rest durch ihre Eigenbewegung eigentlich selbstständig übernimmt. Bei der Handzahnbürste ist es etwas umständlicher, da muss der Bürstenkopf im 45 Grad Winkel Zahn zu Zahn falsch angesetzt werden. Dann muss man ganz leicht mit der Hand rütteln und ausstreichen, denn schlussendlich muss man mit der Hand ja selber die Bewegung der elektrischen oder Schallzahnbürste muss man halt manuell übernehmen. Ausstreichen bitte auch immer von rot nach weiß, ne? Nicht umgekehrt. Wir wollen den Dreck ja nicht reinputzen, sondern raus. Ohne Druck, das ist auch noch wichtig. Habe ich ansonsten noch was zu sagen? Ah, ja, vielleicht noch in einer empfohlenen Reihenfolge. Ich mache immer erst oben, dann unten und erst die Außenflächen, dann die Innenflächen, dann die Kauflächen. Aber da hat jeder seine eigene Methode. Die Kiddies, die ganz, ganz Kleinen, lernen die Kai-Methode. Kai-Methode bedeutet Kauffläche, Außenfläche, Innenfläche. So kann man sich das ganz gut merken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.